Hallo und herzlich willkommen, meine süßen Cookies, zu einem neuen Video, zu einem kleinen Let's Play, um genau zu sein. Und zwar ist dieses Spiel eine Verarsche von einem anderen Spiel. Ihr werdet gleich herausfinden, worum es sich dreht. Hoi, my friend, let us do the kiss now. Ups. Ja, und zwar ist dieses Spiel eine Verarsche von Sonic.exe. Und ich fand es lustig, euch das mal so zu zeigen, weil eigentlich wollte ich ein Horrorspiel spielen, aber ich habe nichts Trashiges gefunden, was ich gerne gespielt hatte. Weil ich hatte irgendwie Bock auf Trash-Games und deswegen spielen wir dieses Spiel. Lalalalalala. Oh nein, warum gehst du auf ihn zu? Er will dich doch bestimmt töten. Egal, lauf mir nicht hinterher. What the fuck? Alles klar. Die Macher standen eindeutig unter Drogen. Ich laufe durch die Gegend und... Sonic? Milk and cereal. Entschuldigung. Au! Oh, er will doch nur mit uns... Oh. Er will doch nur mit uns frühstücken. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber lass mal spielen. Die Musik ist süß. Ich hoffe, ich krieg damit keine Copyright-Probleme. Oh! What? What the fuck? Chipmunks! I am Hotep, you are hedgehogs. We know not each other. But Armin Robby, smile on me if I help find you. Also ich muss sagen, die Musik von dem Spiel ist schon mal super, obwohl es eigentlich super trashig ist. But Armin Robby... Make it surreal. Das ist super cool. Das ist echt was viel Besseres als Sonic.exe. Only one more friend to feed. Noch ein Freund, der was essen möchte. Alles klar. Düster. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Verdammt! Die Wand! Oh nein, die Wand! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das ist der richtige Moment, jetzt zu weinen und einfach nur zu sterben. Adieu, schöne Welt. Oh. Ich danke dir, Sunky. Geil. Heutzutage brauchen wir keine Schüssel mehr. Oh. Sunky, my love. Doop-a-doop-a-doop. Oh, jetzt kriegt er doch noch seinen Kuss. Was ein schönes Ende. Passiert da jetzt noch was? Okay. Yeah.
Übrigens, warum diese Woche nur ein Let's Play kommt, ist... Ich bin leider noch ein bisschen erkältet. Das bringt mich gerade voll durcheinander. ja, deswegen, ich fühle mich gerade nicht so reif dazu, vor die Kamera zu stehen und euch was Schönes zu gestalten. Deswegen kriegt ihr dieses überaus merkwürdige Spiel zu Halloween um die Ohren gehauen von einem Cookie. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine positive Bewertung da und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Ciao!